Hello Friends und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen zu einem Herbst-Must-Have-Video. Leute, wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, dann wisst ihr, dass so Herbst-Winter einfach meine Lieblingssaison ist. Ich liebe das, wenn alles cozy ist, man sich Kerzen anmachen kann, einfach zu Hause chillen, einen schönen Film gucken. Und was ich auch vor allem liebe, sind die Outfits, die man rauspacken kann. Deswegen, meine Süßen, ich zeige euch in diesem Video einfach ein paar Outfit-Must-Haves, ein paar andere Must-Haves. Einfach was so essential sind für mich im Herbst. Und deswegen, falls ihr interessiert seid, dann bleibt gerne dran. Kommen wir erstmal zum Thema Outfit. Ich bin seit diesem Jahr so obsessed mit Strickjacken. Ich habe davor irgendwie nie so geile gefunden und dieses Jahr habe ich ein paar echt nice Strickjacken gefunden. Ich finde vor allem jetzt, wo es noch nicht so ultra kalt ist, ist es oft gut, so diesen Zwiebellook zu machen, dass man sich ein paar Sachen ausziehen kann, aber dann halt immer noch was relativ Warmes anhat, was aber nicht direkt zu dick ist alleine. Und ich liebe das auch einfach zum Zuhause chillen und tatsächlich finde ich es einfach super cute, das so zu kombinieren. Ein Piece, was ein Outfit irgendwie total cute macht. Deswegen, Leute, das ist meine Favorite Strickjacke. Die ist von Zara. Die ist ein bisschen teurer gewesen. Einfach toll. Und dann habe ich aber gesehen, dass die bei H&M auch so Strickjacken haben. Die sehen low-key fast gleich aus. Das ist jetzt hier so ein dunkelblau. Die sind von H&M. Die sind einfach ein bisschen günstiger, sind aber eigentlich total ähnlich. Deswegen, die beiden kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe auch so eine Strickjacke von Naked, die ist ein bisschen länger. Aber ich habe mir die damals in so einem dunkelblau geholt. Ich blende euch die hier mal ein in beige, weil ich wollte die unbedingt haben, falls es die überhaupt noch gibt. Aber als ich die gekauft habe, war die leider ausverkauft. Deswegen, ich überlege mir, die noch zu holen, weil so ein beige fehlt mir eigentlich noch, so ein helles beige. Aber auf jeden Fall, Strickjacken, it is diesen Herbst. Ich finde das super, super cute. Dann, was ich auch so ein bisschen für mich entdeckt habe, sind Blazer. Mir war es irgendwie mal ein bisschen unangenehm, Blazer zu tragen. Ich weiß, ich habe mich irgendwie nicht so 100% wohl drin gefühlt. Aber ich finde vor allem, wenn man jetzt mal so ein bisschen schicker unterwegs ist, vielleicht in eine Bar geht oder so. Oder ich habe das zum Beispiel letztens bei Nesrins Geburtstag. Da hatte ich halt ein Kleid an, aber irgendwie, weil es halt draußen kalt war, wollte ich halt nicht mit so einem Kleid einfach nur sein. Und dann habe ich einfach diesen Blazer drüber geworfen. Und ich finde, es macht ein Outfit einfach direkt sehr viel schicker. Oder auch einfach mit einer Anzugshose oder so. Ich finde es einfach sehr nice. Und ich würde auf jeden Fall immer so Oversized Blazer tragen, also die man entweder so auch als Jacke dann im Prinzip tragen kann oder halt so zum Drüberwerfen, wenn es dann draußen noch kälter ist, mit noch einer Jacke drüber. Aber auf jeden Fall Oversized it is. Ich habe nämlich auch so einen engen Blazer. Den finde ich jetzt nicht so mega geil mehr. Ich weiß nicht, warum ich mir den damals mal gekauft habe. Aber Oversized Blazer diesen Herbst auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich zeige euch da auch jetzt einfach mal zwei, die ich habe. Einmal einfach so einen schwarzen Oversized Blazer von H&M. Trage ich halt jetzt nicht so oft, dass ich da so viel Geld für ausgeben würde, aber bei H&M gibt es auch super, super schöne Blazer. Meine Mom hat auch einen von H&M in so einem Braun. Der ist auch richtig schön. Ich habe mir hier einen normalen schwarzen geholt. Kann man immer bringen. Und was ich Loki auch sehr, sehr geil finde, ist ein weißer Blazer. Den hatte ich mir mal bei Naked bestellt. Der fühlt sich einfach so ein bisschen hochwertiger an, ein bisschen dicker. Aber irgendwie weißer Blazer kommt auch sehr krass. Muss man ein gutes Outfit für finden. Aber generell Blazer kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Macht alles ein bisschen schicker. In unterschiedlichen Farben, so im Dunkeln. Grau finde ich auch richtig geil. Und das kann man irgendwie zu allem kombinieren. Zu einem Rock, zu einem Kleid, zu einer Anzugshose, zu einer Jeans. Ich finde, Blazer geht immer und sieht immer sehr cute aus und wertet einfach ein Outfit ein bisschen mehr auf. Dann apropos Outfit aufwerten. Ich bin obsessed mit Gürteln momentan. Vor allem diese Farbe von Gürtel finde ich so toll. Obwohl ich die Influencer von Adorable Caro habe ich mir direkt gekauft, als ich den bei Mango gesehen habe. Ich finde diesen Gürtel so schön. Das ist dieser Braunton von dieser Pauline Bag, also so wie ich mir sie vorstelle. Und ich liebe diese Art von Braunton. Ich finde, es sieht richtig aesthetic und edel aus. Und das ist dieser Gürtel hier von Mango, den ich super, super gerne momentan kombiniere. Ich habe irgendwie nie so viel Wert auf Gürtel gelegt, weil ich war so irgendwie unnötig und keine Ahnung. Und aber ich finde, es macht total viel aus, wenn man einen schönen Gürtel zu einem Outfit anzieht, weil das irgendwie alles so komplett macht. Weil ich ein kleines Markenopfer bin, habe ich mir auch einen Gucci-Gürtel bestellt dieses Jahr. Oder letztes Jahr? Letztes Jahr habe ich mir den geholt. Das ist jetzt nicht so ein typischer GG-Belt, aber das wollte ich auch nicht, weil das finde ich ein bisschen asozial. Luciento. Aber auf jeden Fall habe ich einen schwarzen, einen braunen Gürtel. Ich glaube, ich finde, mehr braucht man auch nicht. Aber finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cute. Gürtel auch zum Aufwerten von Outfits als Accessoire. Super Sache.
Dann kommen wir mal zum Thema Schuhe. Leute, ich bin so eine Person, ich trage eigentlich nur Sneaker. Ich finde es einfach bequem. Ich liebe Sneaker. Aber jetzt habe ich was Neues für mich entdeckt. Und zwar, ich war mit meiner Schwester shoppen, weil die Maus wollte sich Loafer holen. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, dass so Lederschuhe so viel schöner aussehen. Vor allem, wenn man so, ich trage ja voll oft so eine schwarze Anzugshose, die so ein bisschen länger ist. Und wenn da drunter einfach so Lederschuhe drunter durchkommen, sieht es irgendwie sehr viel geiler aus. Weil ich mir aber noch nicht sicher war, ob ich das so oft tragen werde, habe ich mir sehr günstige Loafer geholt. Aber Loafer finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich war voll im Zwiespalt, aber ich finde, die sehen einfach tot schick aus, meine Süße. Ich finde die total toll. Also Loafer finde ich auf jeden Fall sehr geil oder auch generell so Stiefel oder so. Aber wenn man so Kleider oder Röcke trägt, vor allem wenn es ein bisschen kälter wird, finde ich es ganz nice, wenn man so höhere Schuhe anhat. Und zwar so Over-Knee-Boots. Ich liebe Over-Knee-Boots. Leute, ich sag euch ehrlich, diese Schuhe, die sind mein Untergang. Ich weiß nicht warum, die sind jetzt auch nicht ultra hoch, aber die haben halt einfach null Plateau. Ey, ich habe mich damit letztens so hingelegt, weil ich die Treppe runtergegangen bin. Also vielleicht Overknees, die nicht so hoch sind, auch wenn die jetzt nicht ultra hoch sind, aber irgendwie fühlen die sich total hoch an, wenn man die anhat. Aber so Overknee-Stiefel finde ich so geil. Ich finde, es sieht so flott aus im Herbst und im Winter. Und ich liebe einfach die Jahreszeit dafür, dass man sich sowas anziehen kann. Und ich finde es ganz toll. Und ja. Ich liebe halt auch die Schuhe, weil die halt vorne auch so spitzer zulaufen. Ich finde, das sieht total schön aus. Aber ja, für den normalen Alltag finde ich die jetzt ein bisschen hoch und unbequem. Aber an sich möchte ich unbedingt so, auch so wie die, so ein bisschen glänzendere, hohe Stiefel haben, die so bis zum Knie oder leicht übers Knie gehen. Das heißt, falls ihr da Inspo für mich habt, Leute, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weil ich habe bis jetzt noch keine gefunden, die mir gut gefallen. Aber falls ihr da irgendwie Inspo für mich habt, dann let me know in the comments. Dankeschön, das wäre sehr, sehr nett, weil da hätte ich richtig Bock drauf. Dann bezogen auf Schmuck habe ich auch eine neue Obsession. Ich trage ja eigentlich immer meinen Standardschmuck, den ich immer trage. Aber neuerdings liebe ich so richtige chunky Ohrringe. Also ich trage die jetzt nicht so ultra oft, weil es mir irgendwann ein bisschen zu schwer wird am Ohr. Vor allem wie jetzt, wenn man einfach so die Haare so ein bisschen zurück hat und einfach so ein bisschen offensichtlicheren Schmuck haben will, finde ich es ultra cute. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe einfach goldene, chunky Ohrringe neuerdings. Ich finde irgendwie, das sieht total flott aus und macht einfach was her, meine Süßen. Also das ist eine neue Obsession, abgesehen von meinem ganzen anderen Schmuck, weil ich finde generell Schmuck macht total viel aus. Und ich flippe immer aus, wenn ich rausgehe und merke, fuck, ich habe meinen Schmuck vergessen heute. Neue Obsession, Chunky Ohrringe. Ich habe jetzt mir einfach hier welche bestellt bei ASOS, aber ich überlege mir noch so hochwertigere zu kaufen, weil ich wollte es erstmal ausprobieren, ob das so mein Vibe ist. Hab jetzt gemerkt, ich finde es ganz toll. Und deswegen denke ich mir, werde ich mir nochmal welche holen, die ein bisschen hochwertiger sind. Aber solange die noch gut sind, finde ich die total flott. Leute, ihr wisst ja, ich liebe alles, was nach Vanille riecht, was Duftkerzen ist, was irgendwie meine Wohnung zum Gutriechen bringt, was mich zum Gutriechen bringt. Ich brauche das einfach vor allem im Herbst. Und meine absolute Routine ist es einfach, ich erstmal, Leute, das ist so wichtig, cremt euch bitte jedes Mal nach dem Duschen ein. Weil ich glaube, das ist das, wo ich am meisten Komplimente für bekomme, dass ich weiche Haut habe. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass es daran liegt, dass ich mich jedes Mal nach dem Duschen eincreme. Und meine Routine auf jeden Fall, sobald es ein bisschen kälter wird, ist danach ein Bodyspray zu benutzen. Ich habe euch das letztens schon mal in einem Vlog gezeigt. Auf jeden Fall ist es das hier. Also irgendwie wird bei uns auf jeden Fall Victoria's Secret nicht mehr verkauft. Ich habe mir das jetzt einfach online bei Amazon bestellt. Leute, das riecht so gut nach Vanille und nach Winter und ach, ich weiß, ich liebe das einfach. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein großes Must-Have. Ich tue das jedes Mal nach dem Duschen, nachdem ich mich eingecremt habe, drauf, weil ich dann auch irgendwie das Gefühl habe, das bleibt die ganze Zeit so drauf. Mache dann natürlich auch noch mein Parfum und alles drauf, aber das hier als Bodyspray, total flott. Und manchmal, sage ich euch ehrlich, laufe ich damit auch durch die Wohnung und sprühe einfach mal überall so ein bisschen lang, weil ich finde, das riecht total cozy und toll. Ja, ich liebe das. Und wie ihr es hier im Hintergrund schon erkennen könnt, meine Kerzen brennen immer. Ich habe jetzt neuerdings eine Obsession mit Janky Candles, weil die einfach total flott riechen. Die riechen so gut und vor allem riechen die viel stärker als zum Beispiel die Ikea-Kerzen, die ich sonst immer habe. Auch wenn ich die auch liebe, einfach Ikea-Vanille-Kerzen
solide Leistung bringen die. Die riechen total flott. Aber ich habe jetzt mir mal diese Janky Candles bestellt. Und die riechen so lecker, Leute. Das Ding ist halt auch, meine Wohnung ist sehr klein. Das heißt, wenn ich hier die Kerzen mache, riecht alles danach. Und ich liebe alles daran. Und deswegen, Leute, die sind auf jeden Fall das Geld wert. Die riechen auch wirklich sehr, sehr gut. Und man riecht die halt auch wirklich krass in der Wohnung. Also das kann ich euch auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr empfehlen. Falls ihr mein letztes Video nicht gesehen habt, ich habe einmal diese Kerze. Die riecht so lecker. Die riecht einfach richtig gemütlich, wenn man das irgendwie so beschreiben kann. Und richtig frisch. Und ich weiß nicht, die riecht total lecker. Und die kleine hier, die riecht einfach sehr winterlich. Finde ich auch ultra lecker. Aber die auf jeden Fall so für generell, das ist wirklich meine größte Empfehlung an euch. Und die riecht auch sehr lecker, aber halt sehr weihnachtlich. Und ansonsten, wie gesagt, meine IKEA-Kerzen. Und falls noch andere Obsessions dazukommen, andere Must-Haves oder ich ein paar Sachen noch ausprobiere, dann werdet ihr es auf jeden Fall in den nächsten Vlog sehen. Das war's auch schon mit meinem Video. Das waren alle Must-Haves, die ich euch unbedingt in diesem Video zeigen wollte. Es gibt generell so Sachen, die ich immer wieder benutze, aber ich glaube, die habt ihr ja auch schon ständig in irgendwelchen Vlogs von mir gesehen. Deswegen dachte ich mir, stelle ich euch einfach ein paar Sachen vor. Ich verlinke euch auch mal ein paar Sachen in der Infobox für so ein bisschen Inspo, falls ihr darauf Bock habt, und schreibt mir sehr, sehr gerne mal eure Herbst-Winter-Must-Haves in die Kommentare. Da können wir uns so ein bisschen austauschen, ne? Ein bisschen gegenseitig inspirieren, finde ich ganz toll. Und ansonsten, meine Süßen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über mein Däumchen nach oben freuen. Wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bye!